Friedrich steht draußen. Seid ihr guter Dinger? Ja. Dann gucken wir mal, es wäre der erste Betrieb auf der Fahrstrecke dieses wundervollen Fahrzeuges. Und gucken wir mal, ob Janine und Steffen gute Arbeit gemacht haben. Ich meine, wenn es nicht funktioniert, dann sind nur zwei von uns dran schuld. Probieren wir unser Glück, ne? Vorbereitungen laufen. Ein paar Besprechungen noch hier drin, ne? Nee, ich will ja bloß schon mal hier so provisorisch dahin halten, wo er hin soll, dass ich bloß nicht hochziehen muss, weißt du? Ja, wenn irgendwas sein sollte, dann einfach haupt diese Leitung abklemmen. Okay. Wenn es gar nicht hilft, oben ein schwarzer Schlauch durch. Und wenn ich denk dran, der Captain geht mit dem Schiff unter. Wer will Captain sein heute? Also ich komme hier durch die Backröhre. Scheiße, nimm mal das. Nein, da kommst du nicht raus. Gefangen im Panzer des Todes hier. So, gleich war noch mal schön drumherum. So sauber werden wir ihn bestimmt nicht nochmal wiedersehen, wenn er auf die Strecke fährt. Weil unsere Strecke ist ja ganz schön anspruchsvoll. Ah, dann gucken wir. Unser großer Tag. Seit 2018 ist dieses Fahrzeug bei uns im Besitz und es war noch niemals auf der Strecke. Die Restauration hat viel Arbeit, viel Mühe, viel Schweiß gemacht, wie ihr auch in den davor ausgestrahlten Serien gesehen habt. Wir müssen jetzt gucken, ich habe jetzt zu Steffen gesagt, er soll erstmal Probefahrten machen auf den oberen Teil der Strecke, damit wir im Prinzip, bei, falls doch was nicht funktioniert, es für eine Bergung etc. nicht so weit haben. Die Kupplung macht ein bisschen Probleme, die klebt ein bisschen. Sicherlich aufgrund der langen Standzeit, aber wir gucken mal und hoffen das Beste. Der große Tag auf voller Fahrt. Natürlich auch ihre Spuren. Das ist wieder ein Fall für den Bagger. Hoffen wir mal, dass alles jetzt gut geht und dass er in die Fahrschule kann. Das Brummen ist natürlich schon monströs und da schiebt er sich jetzt auch schön um die Ecke hier und Steffen hat schon signalisiert, es könnte funktionieren, die Kupplung hat sich wahrscheinlich ein bisschen gelöst. Alter, krass, wie sich das da reinschiebt. Wahnsinn, ey. Erzähle mal. Also ein paar kleine Kinderkrankheiten, ja, aber das ist ja normal, nach der langen Standzeit. Nach der langen Standzeit, gut, ja. Immer draußen. Ja. Aber er hat sich gut durchs Gelände gemacht, ja? Ja, erstaunlicherweise alles gut.
Mit 45 Tonnen ist das auch nicht gerade ohne. Ja. Janine, wie hat's dir gefallen? Oh, mega. Mega, ja. Als Mitfahrer ist top. Ich krieg noch, ein Mitfahrschiff von dir. Alles gut. Ist gut. Da haben wir, glaube ich, alle gute Arbeit gemacht und na, mal gucken, jetzt muss er sich ein bisschen behaupten, ne? Genau. Okay. Ja, Janine, los, erzähl mal deine Erfahrung. Wie war dein erstes Mal? Oh, wunderschön. Das ist doch gelogen. Nein, ich sag, wenn du hinten sitzt, ja, als Mitfahrer, was sehr cool ist, ja, denkst du, die Schaufel ist weg, du denkst du richtig in der Senke rein und da ist besser wie Achterbahn fahren auf jeden Fall. Ja, ist schon cool. Macht mega Spaß. Es hat ein Mordsding und es war heute sein großer Tag. Sein erstes Mal. Und wie ich gesagt habe, so sauber werden wir nie wiedersehen. Ein schönes Gerät, ja. So, Steffen, wir hatten ja jetzt die Proberunde hinter uns. Ja. Und ja, jetzt willst du mal einen Check machen, oder? Was treibst du da? Ob er nicht inkontinent war. Oder irgendwas heiß gelaufen ist, ja, genau. Wegen Bremsbänder, guck mal alles mal nach. Aber ich denke mal, so leichte Leckagen gibt es halt immer, ja, aber ich muss im Rahmen bleiben. Mhm. Na gut, wir machen erstmal die ganze Luke auf, ja. Das sind ein paar Schräubchen und dann geht's gleich weiter. Ja, die wiegt ein bisschen. So, ich helfe mal den Kollegen. Komm her! Gib mir das. Oh, Mensch, ist genau. So, da haben wir das geschippt auf. Einmal der Kühler. Also da sieht das mal aus. Das war garantiert noch Regenwasser. Hast du jetzt mal die Luke? Mhm. Hier hatten wir gerade eine leichte feuchte Stelle. Aber es könnte auch Regenwasser sein. Ja, ja. Ist trocken. Mhm. So, was guckst du da jetzt? Das sind die beiden Bremsbänder, jeweils für die Lenkstellungen, außen kleiner. Also erste Lenkstellung, zweite Lenkstellung. Da gucken wir einfach mal, ob die übermäßig heiß geworden sind oder nicht. Also klar kriegen die Temperatur, weil die werden ja auch benutzt, aber sollten halt nicht übermäßig heiß sein. Aber sieht eigentlich alles im grünen Bereich aus. Sehr gut. Da sieht es ein bisschen feucht aus. Ein wenig. Hm. Ein wenig. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das herkam. Aber sieht ein bisschen spritzig aus hier, oder? Hier an dem Schlauch. Ja, wir müssen jetzt erstmal suchen, wo die feuchte Stelle herkommt. Wir denken, dass wir es gefunden haben, das woher ist, die Feuchtigkeit kommt. Das Öl. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das ist Ölversorger und Kompressor. Die leckt ein bisschen da. Ist die Überwurfmutter vielleicht ein bisschen. Kompressor ist da? Kompressor ist hier, genau. Ja, das ist die Ölleitung hier, die kommt von da unten. Mhm. Dann nimmt der. Und da denken wir, dass das an dem, wo ist mein kleines dickes Fingerchen? Da, genau, dass es da so ein bisschen rausgespritzt kommt. Nicht so weiter tragisch, also das ist nicht weiter schlimm. Ja, das höre ich gern. Ja, unsere Janine und unser Steffen, wir haben euch mitgenommen mit ein kleines Fazit zu eurer allerersten Probefahrt, zu seinem ersten Mal, sein großer Tag. Ich glaube, das sieht auch gar nicht so schlecht aus, das ist gut gekommen. Man kann damit mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein, muss ich sagen. Ne? Wir haben schon öfters gesagt, das Fahrzeug stand viele, viele Jahre draußen, viel Restaurationsaufwand und. Die Freude unseres Teams hat man, glaube ich, gespürt. Im Fazit hat Janine nur von viel Feuchtigkeit herumgespritzt gesprochen. Ich würde ganz einfach sagen, also jeder, der Panzerfahrzeug will und sollte, wer hier nicht denn drauf scharf geworden ist auf dem WCT, ja, der verpasst was im Leben. Es macht einfach nur mega Spaß und ich würde einfach sagen, gucken wir mal, wie die Leute die buchen. Auf jeden Fall herzlich willkommen auf der Panzerstrecke und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen und folgen. Das ist nämlich auch wichtig, dann seht ihr noch mehr von uns. Bis zum nächsten Mal.